Herzlich willkommen beim Sonnenseitentag von Granichsolar. Ich darf heute begrüßen Steffen Wittmann, den Geschäftsführer von Axitec. Ich freue mich, dass du unserer Einladung gefolgt bist, zu diesem Sonnenseitentag. Schön, dass du da bist. Hallo Mario, vielen Dank für die Einladung. Axitec Energy ist in Österreich eine sehr bekannte Modulmarke, aber nicht nur Solarmodule habt ihr im Portfolio, sondern auch andere Produkte. Erzähl uns, bevor wir zu den Solarmodulen kommen, ein bisschen was über euer Produktportfolio. Genau, also Axitec gibt es jetzt seit 20 Jahren. Das heißt, wir sind ein sehr erfahrenes Unternehmen. Wir haben mit Solarmodulen angefangen, haben inzwischen Hybridwechselrichter und Stromspeicher mit in unser Produktportfolio genommen, sind weltweit aktiv. Wir haben eigene Niederlassungen in Brasilien, USA, Türkei, Vietnam, Indien, Australien und China, produzieren auch weltweit dadurch. Also wir haben Produktionsstätten in China, Vietnam, Indien, in Dubai inzwischen, auch in den USA, überall weltweit. Wichtig ist uns, dass das Engineering von Deutschland übertragen wird in die Produktionsstätten weltweit. Das heißt, wir arbeiten immer mit denselben Spezifikationen, mit denselben Vorgaben. Und das ist der Vorteil für den Kunden, weil er dadurch immer das gleiche Produkt hat. Schön. Erzähl uns noch ein bisschen mehr, bevor wir zu den Solarmodulen kommen, etwas über eure Stromspeicher, denn die sind ja auch für Österreich sehr interessant. Ja, Stromspeicher ist natürlich ein interessantes Thema. Jeder braucht inzwischen einen Stromspeicher. Auch in Österreich ist es ein großes Thema, nicht nur in Deutschland oder sonst wo. Wir haben inzwischen zwei verschiedene Stromspeicher. Beide basieren auf der LFP-Technologie, also auf der sicheren Technologie, weil Sicherheit ist für uns immer sehr wichtig. Sicherheit für den Kunden, Sicherheit in der Anwendung. Und zwar haben wir den Axi Storage SV1. Der geht von 10,1 bis 23,6 Kilowattstunden und den bisschen kleineren, den SV2, der geht von 6,7 bis 16,9 Kilowattstunden. Beide Systeme sind modular aufgebaut, das heißt, es ist so ein Lego-Prinzip, man tut einen auf den anderen stapeln. Und das Interessante ist, man kann innerhalb der ersten 5 Jahre nach Inbetriebnahme noch den Speicher erweitern. Das heißt, der Kunde kann heute mit 6,7 Kilowattstunden anfangen, in 2 Jahren kauft er sich ein E-Auto dazu, dann kann er nochmal einen Baustein dazu setzen, macht aus 6,7 10,1 Kilowattstunden und vielleicht in 3 Jahren denkt er, Kapazität reicht doch nicht, ich möchte nochmal erweitern, also kann er nochmal auf 14,3 Kilowattstunden erweitern. Sehr flexibel, sehr skalierbar. Das ist das, was der Kunde heute braucht und benötigt. Und natürlich die Sicherheit. Klingt sehr interessant. Lass uns jetzt zu den Solarmodulen kommen. Wie ich schon vorhin angesprochen habe, ist Axitec in Österreich eine sehr bekannte Modulmarke. Was macht euch hier technologisch, aber auch im Allgemeinen besonders? Ja, wie gesagt, wir sind seit 20 Jahren am Markt. Wir kennen alle Technologien, die es derzeit für die Solarmodule gibt, sind immer auf dem neuesten Stand. Wichtig für uns ist, dass wir immer Technologien einsetzen, die schon massentauglich sind. Also das heißt, wir setzen nicht auf Nischenprodukte, auf die neueste Technologie, weil die neueste Technologie kann auch Risiken bewirken. Das heißt, wir nehmen Technologien, die massentauglich sind, mit einem hohen Qualitätsstandard. Den bringen wir durch unser Engineering in Deutschland und bringen das in unsere Produktionsstätten. Und wir haben Solarmodule sowohl für den Residential, also für den Eigenheimbereich, als auch für Großprojekte oder für Commercial, Logistikzentren und so weiter und so fort. Eigentlich für jede Applikation, für jede Anwendung immer das passende Modul. Wichtig für uns dabei ist auch, und das ist auch der große Vorteil für den Kunden, dass der Kunde nur einen Ansprechpartner hat. Also er hat die deutschen Garantiegeber. Wir geben inzwischen 30 Jahre Herstellergarantie. Das können wir nicht einfach nur so machen, sondern da steckt schon einiges an Know-how und an Engineering dahinter. Und der Kunde hat den Vorteil, dass sollte er mal ein Problem haben, er einfach in Deutschland mich oder jeden meiner Kollegen kontaktieren kann. Das ist, glaube ich, sehr wichtig für den Kunden. Und gibt ihm auch Sicherheit für die Zukunft. Das heißt, egal wo produziert, deutscher Garantiegeber, deutsche Marke steht dahinter. Sehr, sehr interessant. Das ist uns auch sehr wichtig, dass alle Module auch immer identisch aussehen. Gut. Was mich jetzt noch interessiert, die Intersolar steht kurz bevor. Es gibt mit Sicherheit sehr spannende Entwicklungen. Auf was können sich die Kunden eventuell bei der Intersolar oder vor allem auch danach, auf was können sich die Kunden freuen? Ja, alle Kunden, alle Zuschauer sind natürlich herzlich eingeladen, uns auf der Intersolar zu besuchen. Wir sind auf dem Stand A2 490, also kommt gerne vorbei, würde uns sehr freuen, direkt ein Gespräch zu führen. Die Kunden können sehen, wir werden neue Hybridwechselrichter vorstellen. Und zwar bisher haben wir Hybridwechselrichter von 5 bis 10 Kilowatt. Wir werden jetzt
das Produktspektrum erweitern auf 12, 15, 20 bis zu 50 Kilowatt. Also auch für den Commercial-Bereich werden wir mehr und mehr unsere Hybrid-Wechselrichter einbringen, weil auch für den Gewerbebereich größere Speicher, größere Hybridwechselrichter immer interessanter werden. Der Bedarf wird immer größer. Wir als Axetek passen uns immer den Bedarf der Kunden an und passen auch unser Produktspektrum an. Weiterhin sind wir gerade am Planen, am Konzipieren eines neuen Alpin-Moduls. Da arbeiten wir mit euren Schweizer Kollegen zusammen. Aber was für die Schweiz gut ist, ist auch für die österreichischen Alpen gut. Das heißt, wir werden extra ein Modul zertifizieren lassen, das von 2500 bis 3000 Meter Höhe einsetzbar ist. Also für hohe Windlasten, höhere Schneelasten, extra ein Sondermodul, doppelte Gläser, sehr dicke Gläser, Spezialrahmen, Konstruktionen, alles für den alpinen Bereich konzipiert. Wir gehen davon aus, dass wir die ersten Prototypen jetzt noch in diesem Jahr in der Schweiz installieren können und dann auch für den österreichischen Markt ab Januar 2025 kommenden Jahres in den Markt einführen können. Ganz spannende Entwicklungen, die wir da von Axetek erwarten dürfen. Bei der Zulassung hast du mir schon einmal gesagt, der Wechselrichter seid ihr für Österreich noch am Arbeiten. Beim Alpin-Modul, auch das ist, wie du gesagt hast, ein sehr interessantes Thema, auch für Österreich. Auch da haben wir hochalpine Gebiete, Schneelastthematik auch bei uns wichtig. Hat mich sehr gefreut. Danke für deine Ausführungen, danke für deine Informationen. War toll, dass du dir heute Zeit genommen hast. Vielen Dank für die Einladung, Mario, und gerne immer wieder. Hab mich gefreut. Danke an alle Zuseher vom Sunseiten-Talk. Ich freue mich auf die nächste Ausgabe. Auf ein Wiedersehen.